unserem tinyfromoffice.com hier. Wir sind jetzt hier auf der Shotshow Tag 3 und wir freuen uns, von euch noch mehr zu zeigen. Hallo All for Shooters, wir sind hier bei Savage und ich habe hier die neue Stevens 334. Eine klassische Repetierbüchse hier mit Holzschaft. Ein Verschluss mit drei Verriegelungswarzen, 60 Grad Öffnungswinkel, herausnehmbares Magazin, einen Druckpunktabzug, gezogene Läufe. Die Picatinny-Schiene zur Optikmontage ist im Lieferumfang enthalten. Und wir haben hier sogar eine Drei-Position-Sicherung, das heißt, in der Sicherungsposition habe ich sogar eine Kammersperre fürs Pirschen und dann Mittelposition zum Laden und Entladen im sicheren Zustand und dann die Feuerposition. Insgesamt finde ich ein sehr schönes Einsteigerpaket. Ausstattung ist sehr komplett und dieses Modell gibt es auch in einem schwarzen Kunststoffschaft. Hier haben wir die Griffflächen, sind sogar gummiert. Ich finde sehr schöne Haptik. Kaliber werden erhältlich sein, 243 Winchester und dann 308 und Winchester und 65 Creedmoor. Alles mit 50 cm Lauflänge. Ich denke sehr, sehr praxisnah und interessant für die Jagd und vielleicht auch für den Schießstand. Hey guys, Brett with Beretta here. We're at the Beretta booth at 2023 SHOT Show. I've got the 92XI here in my hand. If you're familiar with Roman numerals, you'll see that the XI means 11, 9211. This is our answer to a 2011, a 1911. You've got a frame mount safety, single action only, flat facing trigger. Really nice trigger on this gun, fully Cerakoted. This walnut grip is going to be the launch edition. We will be doing a full black everyday inline edition, as well as a Cerakoted slide black frame. So a couple options for you guys out there. 17 round capacity, 18 round mag capable, cut for a red dot, fiber optic front sight, all for around $11.99 MSRP. So we're here at the Beretta booth again, moving around the podium. We've got the 80X Cheetah. We are bringing back the Cheetah platform. This is going to be a 13 round 380 ACP. Guys, a fantastic trigger on this gun. You will have a safety as well as a decocker in a third position. Really nice guns, cut for red dot. Again, the double action, single action on this gun is amazing. All at a $799 price point, up to a $999 MSRP on the launch edition with a full leather Beretta case. Wir sind hier am Leupoldstand und ich habe hier das brandneue Mark 5 HD in 2-10x30. Eine sehr, sehr interessante Optik, sehr universell. Die Mark 5 Serie ist ja mittlerweile das führende Glas in der PRS Long Range Serie und auch im Militär schon in vielen Einheiten eingeführt. Und das 2-10 ist halt eine extrem vielseitige Optik. Man kann sie sowohl auf dem Selbstlader haben als sogenannte Patrol Sights, um halt ein universelles Visier für den Einsatz zu haben. Aber es hat eben auch für Sportschützen im 3-Gun und IPSC-Bereich interessante Anwendungsbereiche. Und was man auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten könnte, auch für den Jäger. Weil dieses Glas mit seinen Eigenschaften eignet sich eigentlich auch perfekt für die Aufnahme von Thermal- und Nachtsichtvorsatzgeräten. Weil wir haben hier mit der Anfangsvergrößerung von zweifach ein extrem großes Gesichtsfeld. Wir haben ein Absehen in der ersten Bildebene, das mir ein Entfernungsschätzen und ein Einschätzen der Trefferlage auch bei verschiedenen Vergrößerungen ermöglicht. Wir haben Optionen mit beleuchtetem Absehen. Wir haben ja so einfache Fadenkreuze mit einer kleinen Einteilung, die auch für die Jagd verwendbar sind. Und wir haben einen Parallaxeausgleich, der bis 15 Meter runterreicht. Das heißt, ich kann da auch mit verschiedenen Vergrößerungen immer ein klares Visierbild haben. Wir sind jetzt hier bei Sarko und neben mir ist der Mika und er hat hier was ganz Schönes. Und zwar ist es die Sarko 100 und hier kann man sogar das Kaliber wechseln. Und der Mika zeigt euch jetzt einfach mal, wie einfach das funktioniert. The only thing you really need to do to change the barrel configuration is to open the two T25 torques. They are actually retained in the stock, so they, when you open them and loosen them, nothing can come actually loose from the rifle. So there is the first one open, there is the second one open. Still, the barrel is still held by the bolt, so I'm gonna now just open the bolt, and that's gonna release the barrel out. So that's it.
There you can see the attachment points inside the chassis. So everything is attached to the V-bedding inside the aluminum chassis in the stock. And the only thing need to be done is to place it back here again, and then closing the bolt, which actually makes it so that it seats it against the recoil lug. So already basically on the right position, and then only thing you need to do is to tighten up the screws. The key that I'm using here is actually a torque key to 7 Nm. So now 7 Nm, only thing we are doing this is that we try not to over tighten them, but 7 Nm is still in the halfway of what actually the screws can take, so you can still, and now we're done. Okay. But we can be used again to shoot. Jetzt noch mal kurz auf Deutsch für euch. Also, hier kann ganz einfach das Kaliber gewechselt werden, ohne dass man die Waffe danach noch mal einschießen muss. Super, wenn man verschiedene Kaliber schießen möchte. Also echt eine klasse Sache. Ja, Sako 100, thank you again. Dankeschön. Yeah, that's it. Wir sind hier bei Blackhawk und ich habe hier das ganz neue Level 3 Duty Holster mit der Multi-Motion Release. Blackhawk hat es hier geschafft, ein Sicherungssystem mit 3 unabhängig voneinander wirkenden Sicherungen zu machen, die es trotzdem ermöglichen, die Waffe im sogenannten Full Master Grip, also gleich im Schießgriff zu greifen, ohne gegenläufige Bewegungen, und die Waffe sehr intuitiv und sicher auch unter Stress zu ziehen und damit wirklich einen neuen Level von Sicherheit geschaffen. Das Holster ist von der Trainingsphilosophie her genau wie alle anderen Holstern, das heißt, ich brauche, wenn ich auf ein Holster trainiert bin, kann ich alle anderen Holster verwenden. Das ist ja auch gut. Absichtlich bleibt die Sicherungsklappe offen. Das heißt, wenn ich die Waffe draußen habe, kann ich halt nicht aus Versehen mich aus dem Holster aussperren, sodass ich immer wieder in der Lage bin, die Waffe einhändig zu holstern. Und sobald ich das Klicken höre, weiß ich, die Waffe ist sicher mit dem Autolock und kann dann später die Klappe manuell schließen. Ja.